Diese Veranstaltung wird mit unterstützt von Blind durch Hamburg. Erlebe und entdecke die schönste Stadt der Welt aus der Sicht eines Blinden bei einer außergewöhnlichen Stadtführung, die definitiv deine Sinne fordert. Weitere Infos auf blind-durch-hamburg.de. Ein Jahr kein Normalbetrieb mehr möglich und seit über 4 Monaten dürfen wir gar keine Besucher mehr empfangen. Dank der tollen Unterstützung, vor allem aus der Community, konnten wir unser bespielbares Museum, unseren Retro-Spieleclub ins Jahr 2021 retten. Wir möchten nicht auf den letzten Metern scheitern, denn die Kosten laufen gnadenlos weiter und auf die staatlichen Hilfen können und wollen wir uns nicht verlassen. Selbst wenn wir mit geringer Auslastung in ein paar Wochen wieder starten können, mit Beschränkungen und Abstandsregeln ist ein wirtschaftlich tragbares Konzept wahrscheinlich noch lange nicht möglich. Und es wird dauern, bis wieder Normalität einkehrt. Deswegen brauchen wir weiter eure Unterstützung. Wir möchten dieses Jahr mit vielen Aktionen und hoffentlich auch Events auf jeden Fall noch zeigen, warum es sich gelohnt hat, um die Location zu kämpfen. Gemeinsam Retrokultur helfen und irgendwann wieder die einmalige Atmosphäre unseres bespielbaren Museums live erleben. Jeder, der uns seit Beginn der Pandemie finanziell unterstützt hat, ist, sobald ein Betrieb unter Normalbedingungen wieder möglich ist, eingeladen, sich selber einmal ein Bild für eine Location zu machen. An einem Donnerstag nach Wahl oder zu einem Supporter-Event, natürlich ohne Eintritt. Wir werden weiter mit aller Kraft versuchen, dieses Herzensprojekt nicht scheitern zu lassen. Mit euch zusammen wird es uns hoffentlich gelingen. Ihr helft uns ebenfalls, wenn ihr unseren YouTube-, Twitch- oder Facebook-Kanälen folgt und unsere Projekte über Diensten wie Patreon oder Steady auch für die Zukunft ermöglicht. Alle Infos findet ihr auf der Homepage unseres Podcasts retrokompott.de und natürlich auf der Seite unseres kleinen Museums www.retrospieleclub.de. Ja, das nochmal als kurze Einleitung, was wir hier eigentlich so alles vorgehabt hätten, wenn nicht Corona wäre. Ja, diesmal klappt es wirklich mit den Lösungen für unsere Quizfrage. Für die letzte Frage kamen mehrere Lösungen rein. Am schnellsten war aber der Thorsten und er hat Alien Breed gesagt. Und Alien Breed war natürlich auch richtig. Ja, von Alien jetzt den Übergang zu finden, mal gucken. Der nächste Gast ist da. Eigentlich ja. Aber wir meinen natürlich das Spiel und wir meinen nicht unseren Teilnehmer. Wir haben den Danny da. Wir gucken mal, ob wir ihn zugeschaltet bekommen. Und dann
sind wir gespannt, was er uns hier gleich zeigt. Hallo, Danny. Ja, moin moin in die Runde. Grüße euch. Wie geht's euch? Ich hoffe, gut. Ach, wir gucken mal. Was ja, soll... wir müssen ja die nächste halbe Stunde zugucken. Wie? Ich bin jetzt hier alleine? Ja, tschüss. Können, Spaß. Wollen. Ich gehe jetzt was essen. Tschüss. Ja, guten Appetit. ich werde, falls du das Essen nicht allzu weit weg vom Monitor stehen hast, kannst du jetzt eine halbe Stunde mir zuschauen. Ich habe einen Fernseher dort stehen, alles gut. Ein Fernseher, ja. Ja, es wird jetzt etwas wie im bei meinen Kollegen Manfred und Michael wird es jetzt auch ein bisschen blutig, denn ich möchte euch ein Horror-Adventure vorstellen. Das nennt sich Project Firestart und ist auf dem C64 zu Hause. Und ja, wie man hier im Hintergrund sehen kann, habe ich mein Ultimate 64 auch schon angeschlossen. Und wie das in der heutigen Zeit so ist, das Spiel war ursprünglich auf 4 Diskettenseiten, also auf 2 ganzen Disketten. Die muss ich heute nicht mehr einlegen und wechseln. Ich habe mir die sogenannte Easy Flash Version besorgt und werde jetzt das Spiel im vom Modul aus spielen. Habe es auch schon gestartet. Ich mach's mal an, jetzt läuft hier mein Demo. Und ein bisschen Ton mache ich euch auch mal an. Heute haben wir Ton. Ja, wie ihr sehen könnt, dieses Spiel ist natürlich auch mit einem Trainer ausgestattet. Den nutze ich jetzt erstmal nicht. Also wenn ich jetzt, ich habe das Spiel leider in der Vorbereitung nicht nochmal komplett spielen können. Wenn ich jetzt hier klick, ich versage, dann, ja, dann könnte ich vielleicht nochmal das Spiel neu starten und dann mit dem Trainer das Ganze irgendwie nochmal probieren. Aber ich mache es jetzt erstmal ohne Trainer, drücke also wie hier befohlen gleich die Leertasten, die Spacebar. Nochmal ganz kurz zur Geschichte des Spiels. Also es ist ein Science-Fiction-Horror, Action-Adventure, würde ich sagen. Also es geht so ein bisschen von der Atmosphäre so ein bisschen in Richtung Resident Evil, würde ich sogar fast behaupten. Also so richtig blutig und mit Monstern, die halt eben geschaffen worden. Also die Geschichte ist, dass aufgrund der Rohstoffknappheit auf der Erde versucht man Rohstoffe auf einem Mond namens Titan, des Saturns, zu gewinnen. Dort herrscht aber ein für den Menschen lebensfeindliches Klima und deswegen wollen die Forscher dort eine Lebensform schaffen, die halt eben dann unter diesen Bedingungen arbeiten kann. Und das Ganze geschieht auf dem Raumschiff Prometheus, auf dem wir auch gleich starten werden. Das ist ein Forschungsschiff und das hat das modernste Gentechniklabor an Bord. Und das Labor nennt sich Firestart Labs, also da hat das Spiel dann auch mehr oder weniger seinen Namen. Und ja, den Forschern gelingt es halt eben, diese Kreatur halt eben zu generieren. Und ja, wie es dann halt eben bei solchen Spielen ist, es geht natürlich komplett nach hinten los. Und es gibt einen Vorfall, weil der Funkkontakt ist abgebrochen. Das sieht man auch gleich. Ich lasse gleich das Intro laufen. Ich kann es echt mal eben hier starten. Ne, das ist von Electronic Arts. Ist der Publisher gewesen. Und die Software-Schmiede dahinter ist Dynamics. Das kennt ja wahrscheinlich auch noch der eine oder andere von euch. Und jetzt hören wir hier das Rauschen des Monitors. Gelockt und jetzt wird ein Funkspruch geschickt. Prometheus come in. Und wir sehen schon, ja, da kommt keine Antwort, aber wir sehen hier eine gruselige, ja, humanoide Statur eines Wesens. Aber was jetzt genau auf uns zukommt, wissen wir nicht. Hier sehen wir schon den schönen Titel des Spiels. Project Firestart. Jetzt, genau. Jeff Turnell ist derjenige, der das Ganze halt eben ins Leben gerufen hat. Und dann kommen die Credits für die Programmierer. Leider nicht auf dem Schirm, was die noch alles so gemacht haben, aber das Spiel haben sie auf jeden Fall toll hingekriegt. So, ich kann den Vorgang hier leider nicht abbrechen. Der Sound ist ja zwar sehr minimalistisch, wie ihr gerade hört, aber ich finde den eigentlich sehr atmosphärisch, besonders im Spiel. Im Spiel kommt sehr, sehr toll zur Geltung der analoge Synthesizer-Chip, den der C64 hatte, der SID-Chip, weil hier richtig in die, das geht hier richtig in die Bässe rein, in die Tiefe rein. Und es gibt so ein richtig unheimliches Brummen, wenn man dann an Bord des Raumschiffes ist. So. 1988 kam das Spiel auf den Markt, wie wir hier gerade sehen. Und genau, jetzt gibt es die Vorgeschichte. Saturn, 12. September 2061.
9.32 Uhr. Das ist also unser Prometheus. Und ihr seht schon kräftig zur Sache. Fliegen die Körper nur so durch die Gegend und irgendwelche grünen Wesen sind darum. Das ist jetzt ein anderes Schiff. Das sind wir, Agent John Hawking. Und wir werden jetzt beauftragt, da an Bord dieses Raumschiffes Prometheus zu gehen und herauszufinden, was in den Firestart Labs denn da so passiert ist. Er hat uns eine Kopie zugefaxt. So ist das in der Zukunft. Da faxt man wieder. Und ja, unser Weg ist gelb markiert, dass wir auch den Weg finden. Und jetzt geht's hier gleich hoffentlich los. Das Intro ist etwas länger, als man das so sonst so von C64-Spielen kennt. Aber das fand ich damals halt eben auch heute immer noch sehr, sehr schön, dass es halt sehr cinematistisch ist. Also sehr, sehr wie so ein Spielfilm halt eben auf dem C64, diese Cutscenes. Und ja, man wird aber auch nicht so dermaßen mit Text jetzt zugebombt. Also ich habe hier gerade eine Nachricht gekriegt. Moment, ich muss mal kurz gucken. Ah ja, okay. Mein Ton wurde mir gerade gesagt, ist zu laut. Dann muss ich den mal hier ein bisschen runterdrehen. Alles gar kein Problem. Machen wir mal. Es rauscht. Das Rauschen ist hier das, ne, Bildschirmrauschen, was wir gerade hier sehen. Ich habe den Ton noch mal ein bisschen leiser gemacht. Also, falls es immer noch zu laut ist, bitte einmal noch mal hier eine Nachricht an mich schicken. Dann so, genau, jetzt sagt er mir hier, Leertaste drücken zum Spielen oder eher um die Introduction nochmal anzuschauen. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt endlich mal spielen, euch das Spiel zeigen. So, und da wir halt, wie gesagt, nicht von Diskette laden, sondern vom Modul, ist das auch alles ratzfatz geladen und ich muss jetzt hier nicht großartig den Disc-Jockey spielen. Ja, und da sind wir auch schon im Spiel. Also das hier ist unser Mannequin, unser Spielcharakter alias John Hawking. Ja, wir sind hier jetzt gerade angekommen, also man kann hier auch nicht nur in eine Richtung jetzt erstmal laufen. Nochmal zum Bildschirmaufbau, also wir haben rechts im Bild sehen wir unseren Timer, also das Spiel ist auch zeitbasiert, dass man hat also eine, man muss es also in einer bestimmten Zeit halt eben schaffen, das herauszufinden, was da passiert ist und halt eben dann auch dementsprechend die Kreaturen ins Jenseits zu befördern, indem man die ganze Geschichte in die Luft jagt und natürlich dann auch lebendig wieder davon entkommt. Dann als nächstes diese sechs grünen Balken, also links neben der Uhr, das müsste die Schusskapazität sein und ganz links ist die Energieanzeige, der Energiebalken. Jetzt fragt mich das Spiel Open Door und dann sage ich Yes. Also drück einfach den Feuerknopf und dann kann ich hier in das Raumschiff reingehen. Ja, und dann sieht auch dann schön im Hintergrund das Bild nach außen in den Weltraum mit den anderen Raumschiffen. Und ja, jetzt geht's hier in den ersten Fahrstuhl. Das Spiel ist so eine Art Metroidvania. Also es besteht aus verschiedenen Ebenen, die man durch Fahrstühle erreicht. Jetzt sind wir, wie wir sehen können, anhand der 1 auf Level 1. Wir gehen jetzt mal runter auf Level 2. Na, genau. Und brumm fährt der Fahrstuhl nach oben. Naja, und der Oliver hat gerade für mich ein bisschen gespickt. Also der Jeff Tunnel machte sich später durch die Incredible Machines Spieleinnahmen und 3D Ultra Pinball. Und der zweite Designer des Spiels, Damon Slay, war Produzent von Spielen wie Red Baron oder Aces of the Pacific. Also alles Spiele, die wir eigentlich alle noch kennen sollten aus unserer Kindheit. Das waren ja alle Spiele. Dynamics war ja eine große Simulationsfirma. So, und wie wir jetzt hier sehen, da liegt jemand und das sieht auch schon recht blutig aus. Und ja, es ist sehr blutig. Also der hat wohl noch mit letzter Kraft wohl noch das Wort Danger an die Wand gemalt. Und kann er nochmal eben. Nein, das habe ich einen Schuss abgegeben. Das wollte ich nicht.
Also man hat es ja eben gerade gesehen, das war, war halt eben so ein Zwischenbild mit einem mit einer leicht zerfetzten Leiche. So, und jetzt bin ich auch schon im Raumschiff und muss mich erstmal hier ein wenig orientieren. Also das Raumschiff, wie ihr sehen könnt, ist nicht gerade klein, es ist eher groß. Hier gibt es überall Türen und Korridore. So, und jetzt wird hier auch schön noch hinter mir, wird auch mal das Datum angezeigt. 13. September 2061. Und ja, hier habe ich jetzt einen Fahrstuhl, mit dem ich weiter das Raumschiff erforschen kann. Also man muss sich da eigentlich auch so eine Karte zeichnen. Ich muss mal eben hier schauen, weil ich gerade schon wieder... Ja, das war falsche Info. Gut. Hat hier halt Fahrspiele, um halt dann hier durch die ganzen Ebenen zu kommen und dann halt eben das ganze Raumschiff zu erforschen. Also am Anfang denkt man so, hö, was ist das? Das ist ja alles so leer und irgendwie hier passiert ja gar nichts. Aber wenn man dann sich ein bisschen durch das Raumschiff bewegt und dann halt eben auch durch die, man sich da eine Karte gezeichnet hat, dann merkt man halt eben schon, dass es da unheimlich viele, viele Räume gibt und unheimlich viel zu entdecken gibt. Und das Spiel überrascht einen teilweise auch mit so, ja, unheimlichen Geräuschen, sage ich jetzt mal einfach so. Und ich weiß nicht, ob das jetzt... Ja, jetzt hört man hier nur die Laufgeräusche, aber ab und zu gibt es da mal auch so ganz tiefe Basstöne und dann ist das, wirkt das sehr, sehr gruselig irgendwie. Ne? Okay, wieder im nächsten Gang. Genau, da war ich eben gerade schon. Jetzt will ich mal hier in den Fahrstuhl und mal eben auf das nächste Deck. Jetzt kann ich hier nämlich ganze 4 Level auswählen und sage jetzt einfach mal, geh mal zu Raumschiff Level 4. So, und jetzt sehen wir schon, dass wir hier nicht mehr so... Oh, und da ist ein Alien, Hilfe! Scheiße. Das greift mir auch gleich an. Ja, hier auch herrlich, man kann hier schön das Raumschiff erkennen. Ich glaube... Man braucht so 5 Schuss pro Alien. Ah doch, ich kann ihn doch erledigen. Man findet nämlich im Spiel auch weitere Laser, um halt eben dann den Alien etwas besser Parodie bieten zu können. Und da in die Richtung war jetzt aber nichts. Jetzt muss ich mal gucken, was war denn hier oben nochmal? Ich habe leider, wie gesagt, in der Vorbereitung vergessen, mir eine Karte zu zeichnen. Auch hier schön hier der Hyperraumantrieb oder was das darstellen soll. Gut, aber hier geht es jetzt nicht weiter. Elevator is coming. Ja, da kommt schon wieder ein Alien, aber bevor der Alien uns angreifen kann, verschwinde ich mal schnell hier im Fahrstuhl, im Elevator, wollte ich sagen. Jetzt sind hier 2 Aliens, na, da habe ich jetzt gar keine. Fahren wir gleich mal weiter, also Level 3 kommen wir erstmal so jetzt, ohne weiteres nicht, das sieht hier schon etwas freundlicher aus. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hier jetzt alles so Schönes finden. Okay, dann schon wieder Alien im Anmarsch. Ja, Alien zerbratzt. Mehrere Aliens gleich. Ach du Scheiße, das kommt mal von beiden Seiten. Das könnte nach hinten losgehen. Ja, es geht nach hinten los. Scheiße. Jetzt habe ich hier nur noch links im Bild, wie man sieht, nur noch 3 Lebensenergiepunkte. Ich glaube, ich sterbe gleich. Also es ist halt auch ohne Trainer, es ist halt auch wirklich sehr schwer. Ja, auch hier sehr schön im Hintergrund hier der Schweif vom Saturn. Also man hat da wirklich viel Liebe ins Detail irgendwie gesteckt. Und ich suche nämlich die Medical Station, also die Krankenstation suche ich. Und da ich aber, wie gesagt, meine Karte oder gar keine Karte dabei habe, ist das jetzt etwas wildes Gesuche, weil ich habe, wie gesagt, in der Vorbereitung bin ich leider nicht dazu gekommen, nochmal zu zocken.
gucken, ob ich jetzt hier irgendwo Korridor R. Ich schiele nach rechts, weil ich habe hier noch eine Karte gefunden, aber die bringt mich, glaube ich, jetzt gerade auch nicht wirklich weiter. Open Door. Mal gucken, was jetzt hier hinter ist. Ah ja, hier ist ein Control Terminal. Mal gucken. Access Computer, natürlich. Ah ja, und jetzt sind wir im Oxygen Room, also in der Sauerstoffversorgung von der Prometheus. Und jetzt können wir mal hier uns Nachrichten durchlesen. Maintenance Test of Cryogenic Hibernation Systems completed. Also es gibt irgendwo auch noch einen Kryo-Schlafraum, den wir finden können. Das weiß ich natürlich, ich habe es ja schon mal gespielt. Da finden wir auch eine weitere Person. Warning. Lead Glass in Nuclear Viewing Room is faulty. Ah ja, das bleihaltige Glas im Nuklearraum ist fehlerhaft. Da ist das Radiation Level wahrscheinlich tödlich, wenn das Schutzschild erhöht wird. Also ja, da bekommt man alle wichtigen Informationen, die man hier und da halt eben dann im Verlauf des Spiels eben gebrauchen kann. Yellow Alert. There's a problem in the Firestart Labs. Unauthorized personnel will not be allowed to enter the area. Security, please report to the labs. Red Alert. Creatures from Firestart Lab have broken out of containment. All personnel, man your stations. This is not a drill. Okay, also es ist roter, Alarmstufe rot. Die Kreaturen sind aus dem Labor ausgebrochen. Gut, das haben wir vorhin ja auch schon so erfahren. Und dass die Leute sollen, das Personal soll sich auf den Stationen bleiben. Und das ist kein Drill, also ist keine Übung. Okay, hier gibt es noch eine Wartungsnachricht. Der Waste Pod ist voll. Okay, also der Mülleimer ist voll vom Raumschiff. Und das Nuklear, das Glas wollte ich auch nochmal erwähnen. Und in der Docking Bay 1 ist Activity, also ist Bewegung, Aktivität entdeckt worden. Ne? Also das sind alles so Nachrichten, die man durchaus lesen muss, um halt eben dann auch, scheiße, jetzt kommen die Monster hier und machen mich platt. Ja, sie haben mich platt gemacht. Keine Chance, wie man sieht. Da liege ich am Boden, Blut überströmt. Das war jetzt erstmal so ein Satz mit X. Dann mache ich jetzt nochmal Folgendes. Dann starte ich jetzt das Spiel noch einmal neu. So viel Zeit habe ich ja leider auch nicht mehr. 10 Minuten noch ungefähr, wenn ich das genau hier betrachte. Also starte ich das Spiel jetzt nochmal neu. Und diesmal bin ich einfach mal dreist und hole mir die Plasma Rifle, ich hole mir auch unendlich Kugeln und nehme den Energy Cheat, das heißt, dass meine Energie nicht verschwindet, wenn ich angegriffen werde, dass ich also unendlich Energie habe. Und jetzt gucke ich mal genau, jetzt habe ich mit Space, habe ich auch das Intro, das tolle Intro jetzt mal eben übersprungen und jetzt schauen wir mal, ob ich nicht doch noch irgendwo euch etwas mehr von dem Spiel zeigen kann. Weil es wirkt so natürlich, wenn man jetzt da so zuguckt, wirkt das natürlich schon sehr, sehr leer und langweilig. Aber glaubt mir, das ist eher das Gegenteil bei dem Spiel. Das ist eher sehr, sehr spannend. Und ja, man will halt auch so dieses erforschen, was war jetzt hier los. So, jetzt kommt nochmal die Cutscene mit der Leiche, die wir eben schon hatten. Und jetzt achtet mal darauf. Also rechts oben, dieses braune Stück, das ist dann wohl die Hand, die ihm abgetrennt wurde. Also mit Blut wird hier nicht gegeizt bei dem Spiel. Eher im Gegenteil. Jetzt laufe ich mal hier nicht nach links wie vorne, sonst laufe ich hier mal nach rechts. Da kann ich mich auch eine Tür öffnen. Und jetzt bin ich im Korridor U. Mal gucken, wo der uns hinführt. Ich weiß es nämlich echt nicht mehr. Ah ja, jetzt sind wir hier auch wieder in einem Überwachungsraum, so wie das aussieht. Aber hier kann ich, wenn hier irgendwas zu tun wäre, würde er mir das unten in der Leiste anzeigen als Text. Aber hier kann ich leider nur auf die Monitore gucken. Okay, das sieht nach Überwachung aus, das Raumschiff. Aber da kann man jetzt nicht,
nichts Spielrelevantes drauf entdecken. Sag ich mal so, gucken wir mal in den Raum hier unten rein, wo der Pfeil nach unten zeigt, ist auch nochmal immer ein Raum. Okay, wo sind wir jetzt hier? Das ist, glaube ich, der Generatorraum, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Activate Laser Gate. Okay, jetzt kann ich hier. Ah, da kann ich, genau, da muss ich, glaube ich, später. Da muss ich, glaube ich, später jemanden einsperren, ein Monster einsperren. Ja, jetzt gehen wir mal hier durch die nächste Tür. Oh, das sieht aber gut aus. Hier gibt es Waffen. Take a new laser. Das machen wir auch gerne. You can't carry any more lasers. Oh, jetzt gucke ich mal mit I. Ah, genau, mit I habe ich nämlich auch mein Inventar. Und da seht ihr, ich habe hier zwei Laserwaffen am Start. Jetzt muss ich mal eben kurz in meine anderen Notizen gucken. Man konnte, genau, mit der Taste C mit der Taste C auf dem C4 kann ich dann nämlich zwischen den beiden Waffen hin und her schalten. Das ist auch wichtig, weil es gibt Räume, da darf man mit einem bestimmten Laser nicht schießen, weil ansonsten fliegt der ganze Raum um die Ohren. Gut, aber da ich ja genau, weil ich am Anfang gecheatet habe und mir die Laserknarre schon geben lassen habe zum Spielbeginn, habe ich die halt dann eben jetzt schon im Inventar gehabt und deswegen konnte ich jetzt hier auch keine Waffe aufnehmen. Ja, ich gucke gerade, schiel gerade in Chat, ja, Ullenspiegel, ja, du hast recht, also grafisch ist das ein Leckerbissen, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, also das ist alles sehr schön gezeichnet, auch sehr, ja, man weiß, was es darstellen soll, es erinnert einen auch so ein bisschen an die Alien-Filme, deswegen habe ich das Spiel oder mag ich das Spiel halt auch sehr gerne. Als Kind habe ich das alles natürlich nicht so verstanden, was jetzt hier genau abgeht, weil ich nicht so gut Englisch konnte, wie ich heute Englisch kann. Aber es ist auf jeden Fall ich habe es auch erst vor 10 Jahren oder so das erste Mal richtig für mich entdeckt. Also das ist wirklich so umfangreich. Es ist ein tolles Action-Adventure. Und wenn man ein bisschen Übung hat und wenn man auch weiß, wo man langläuft, dann ist man hier auch relativ schnell durch. Also ich glaube, der geübte Spieler ist in einer halben Stunde einmal durch die Prometheus gelaufen und hat einmal die ganzen Aliens dann vernichtet. So, ich schaue mal auf die Uhr. Ja, das müssen wir leider alle. Genau, es ist vorbei, glaube ich. Genau, es ist vorbei, du hast keine Chance mehr, das Spiel durchzuspielen, Danny. Aber auch da, wie gesagt, das soll ja auch nur Teaser sein, sieht wirklich toll aus für so einen Titel und vielleicht spielst du es ja irgendwann nochmal live länger oder wir haben mal einen Einspieler davon, also das Spiel lohnt sich wirklich, sieht toll aus. Ja, ich enttackere dich mal kurz. Alles klar, das ist heute mein Lieblingssatz. Offiziell heißt es gesehen werden. Offiziell heißt es, wir lösen das Video. So, Danny ist gelöst und man sieht sofort Robin. Ja, weil Robin ist nämlich der nächste Gast, aber das machen wir gleich. Vorweg, also erstmal vielen, vielen Dank, Danny. Bis nachher hoffentlich. Ja, auf jeden Fall. Bis später. Jo, ciao. Wir machen gleich nochmal ein Quiz. Vorher möchte ich schon mal einen Gruß an die Herren von Auf ein Bier richten. Die haben gerade an alle Patreonen geschrieben, dass sie heute Abend mit dabei sind und sie sich freuen, heute hier zu Gast zu sein und uns da auch ein bisschen helfen wollen. Vielen, vielen Dank auf diesem Wege schon mal, falls schon einige der Hörer, unser Mitbewerber, jetzt dazugekommen sind. Ja, wir machen nochmal ein Quiz, bevor es weitergeht. Robin kann ja derzeit schon mal sein Panel einrichten für seine Tabellenkalkulation. Und wir gucken mal, was da passiert. Ich schalte mal auf das Quiz-Panel um, suche mir wieder eine schöne Frage aus. Mal sehen, ob ich da eine finde. Ja, das gefällt mir sehr gut. Die kann ich selber nicht lösen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Hier ist die nächste Quizfrage. Ich blende sie ein. Wer eine Lösung hat, bitte die E-Mail mit der Lösung an mail@retroreport.de. Der Erste, der uns die Lösung schickt, der bekommt einen Steam-Key. Man muss nur erkennen, was das Teil da links ist. Ich wüsste es spontan tatsächlich nicht. Wenn man die Lösung weiß, ist es einfach. Aber wie gesagt. Naja. Naja, aber was ist denn ein Bernsteinmond? Aber egal. Ich will ja nichts verraten. Naja. Hm. Genau. Wir gucken mal, ob da eine richtige Lösung kommt. Wie gesagt, per Mail bitte. Und ansonsten geht es dann nochmal in den Trailer, damit ihr alle seht, was wir hier außerhalb von Corona-Zeiten schon so machen konnten, was wir vorhaben und warum wir überhaupt diese Gala am Laufen haben. Wir schalten mal direkt in den Trailer und im Hintergrund arbeiten wir daran, dass die Tabellenkalkulation auch gut dargestellt wird. Genau. Bis gleich.